geil. So was geht? Tod ist geil. Funktioniert ja auch. Eine neue Folge zu Lifehacks. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Lifehack-Folge. Heute habe ich mir mal ein wenig Hilfe ins Studio geholt, und zwar ein Lego-Männchen. Wobei mir dieses Lego-Männchen helfen wird, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Thank you.
Ja, am Ende dieses Videos habe ich wieder so ein kleines Gimmick, so einen kleinen Magic-Trick für euch, ne? Und diesmal geht es wieder um Qualm, wieder um Rauch, ja, wie in meinem letzten Video. Aber diesmal geht es um Streichholzschachteln und beziehungsweise wie wir daraus quasi unseren Trick vorbereiten können, wie wir unsere Finger durch Reibung quasi zum Qualmen bringen. Das Ganze, wie es funktioniert, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Okay, Leute, ihr nehmt euch eine Streichholzschachtel, ne? Reißt uns das Ding ab. Ups, jetzt wollte ich schon Streichholz schlichten, das brauchen wir auch nicht. Jetzt müsst ihr noch auf der Rückseite noch versuchen, das zweite Level, sag ich mal, der Pappe noch zu lösen, weil da gibt es noch so ein Stückchen Unterpappe, ne? Ja, so, das könnt ihr so rauslösen. Das muss noch weg, dann brennt nämlich das ganze Ding leichter. So. So, jetzt sollte das eigentlich besser gehen. Wir falten das Ganze mal. In der Mitte. Lager, jetzt kommt hier die Lagerfeuererfahrung. Also einfach mal in der Mitte falten. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, irgendwie hat es beim ersten Mal funktioniert dann gar nicht mehr. So, ich versuche das mal. Ja, jetzt ist gut. Ja, so ist viel besser. Es muss Luft rankommen, Leute, sonst funktioniert die ganze Scheiße nicht. Ja, das mit dem Falten war gut. Oh, jetzt geht's auch nicht raus. Ich hätte es mal nicht so beschreiben will. Ja, sehr schön. Jetzt funktioniert's. Also nehmt euch am besten zwei Feuerzeuge oder ein großes. Ja, sehr schön. Jetzt klappt es. So. Das ganze Ding muss ein bisschen verbrannt sein. Am besten ihr macht das nicht unter einem Rauchmelder, ne? So. Jetzt nehmt ihr euch das, was hier so ein bisschen schon qualmt, ne? Ihr müsst das, keine Angst, ihr verbrennt euch nicht. Jetzt ein bisschen an den Finger, ein bisschen an den Finger und Leute, jetzt kommen die qualmenden Finger. Guckt her. Pass auf. Man sieht's, oder? Scheiße, man sieht's nicht. Es qualmt wie Sau. Scheiße. Aber es hat wirklich gequalmt, Leute. Hey, danke, dass du auch wieder mit bis zum Schluss dabei geblieben bist. Freut mich natürlich sehr. Was hältst du denn einfach davon, aufs Abo zu klicken oder mir ein Like zu geben? Das würde mich natürlich extrem freuen. Und vor allen Dingen mein Daumen, der mittlerweile auch echt eklig aussieht, ne? Würde es natürlich auch freuen. Also immer Daumen hoch. Alles klar, ich verabschiede mich. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge. Und ich sage wie immer, wir sehen uns.